dem heutigen Wiener Derby. Die mit der spielerischen Leistung wirst du wahrscheinlich zufrieden sein, mit dem Ergebnis eher weniger. Dein Statement bitte. Ja, das ist richtig. Also ich denke, erste Halbzeit war es da ausgeglichenes Spiel, wo ich auch schon glaube, dass wir da besser im Spiel waren, aber da war die eine der Chance dabei, Halbchance, wo ich sage. Aber zweite Halbzeit war es dann einfach so, dass wir das Spiel komplett in die Hand genommen haben, wo wir eigentlich auf ein Tor gespielt haben. Trotzdem hat mir wieder aufpassen müssen, dass die Austria mit einem Umschalter vielleicht da zu was kommt. Aber ich glaube, wir haben sie heute leider nicht belohnt, dass wir den Dreifern und war ein bisschen ein ähnliches Spiel wie zuletzt beim ersten Derby, vielleicht nicht in dieser Art und Weise, mit dem Chancenplus vorbei. Chancenplus war auch zweite Halbzeit sehr hoch, aber im letzten Drittel, da geht es dann ums Geld, um die Punkte und da muss ich sagen, haben wir es vielleicht nicht immer ganz gut gespielt, wobei wir trotz allem dann zu guten Chancen gekommen sind und wir hätten es da machen müssen, ganz gleich. Eines auf jeden Fall. Und so haben wir eigentlich heute zwei Punkte verloren, weil es war dann schon wiederum ein riesiger Unterschied. Und man hat auch deutlich gesehen, dass meine Mannschaft das Spiel gewinnen will. Aber ohne Tor ist dann halt immer nur X. Didi, ganz kurz noch vor dem Spiel wurde der Transfer von Robert Ljubicic zu Rapid bekannt gegeben. Bitte dazu auch ein paar Worte. Du kennst ihn aus deiner Zeit von St. Pölten. Ja, der Robert hat bei mir debütiert bei St. Pölten, hat einen sehr guten Weg gemacht jetzt bei St. Pölten und hat jetzt die nächste Möglichkeit, sich beim Club, der etwas größer ist wie St. Pölten, weiter zu entwickeln und darüber hinaus dann vielleicht noch, dass vielleicht die Reise dann noch weitergeht. Aber ich denke, dass wir einen Spieler haben, der sehr willig ist, der zu uns wollte und der uns garantiert helfen wird. Ich bitte jetzt um ein Handzeichen, falls es Fragen gibt. Christian Hackl. Nein, es ist ein riesiger Unterschied. Es sind komplett. Naja, aber so, an das habe ich nie gedacht. Also, ich denke mal, das ist, glaube ich, das was mich am wenigsten interessiert. Ich gehe eher von der Qualität aus, wenngleich beide Ljubicic andere Spielertypen sind. Erklärung. Ich sage immer, ich meine, wenn ich es jetzt jede Woche sage, dann wird es fad sein. Aber wenn man zu Chancen kommt, ist es grundsätzlich ein gutes Zeichen. Aber wenn ich es jetzt Wochen für Wochen sage, ist es zu wenig. Wir müssen uns an der Nase nehmen, da müssen wir einfach effizienter werden, da müssen wir einfach diesen Ball, der muss hinter die Linie kommen, ganz gleich wir, weil die Chancen waren speziell zwei wirklich absolut da und wir haben sie da leider um einen Sieg gebracht, muss ich sagen, aber so von der Leistung, wie es die Burschen dann gemacht haben, muss man schon sagen, haben sie es wirklich gut gemacht, aber wenn alles rund sein sollte, das war mein Dreier gewesen, muss man auch ganz ehrlich sagen. Weitere Fragen? Rainer Bottenschlager, bitte. Weil ich ihn Taxi kenne. Ich bin zwar kein Arzt und ich halte ihn damals für einen sehr guten Arzt, aber der Taxi, er hat mich zumindest noch erkannt. Ja. Warum er da jetzt lacht, weiß ich nicht. Er hat mich erkannt und er wollte unbedingt weiterspielen. Und ich weiß, dass er kein Problem gehabt hat. Muss man den Vorfall, dass man ein Spur zu wenig Risiko nimmt in solchen Partien, weil die Austria wollte gar nicht mehr. Es wäre ein super gefährlicher Umschlagspiel, aber die Austria hat auch mit der Einwechslung von eben was nicht das Bild, dass die Austria, obwohl sie gewinnen musste, mit Blick auf die Tabelle, Risiko nehmen wollen. Hätte man selber halt das große Risiko nehmen. Ich weiß nicht, wie du das Risiko siehst. Ich glaube halt, wenn du zu 20 Torschüsse kommst und wenn du wirklich zu Möglichkeiten kommst und den nicht machst, also ich glaube, wir haben schon gezeigt, dass wir den Sieg wollen. Und wir sind in einer weit besseren Situation wie die Austria. Ich kann jetzt nur für meine Mannschaft reden. Wir wollen den Sieg unbedingt und ich weiß nicht, was Risiko bedeutet. Wir haben das bestmögliche Risiko genommen und ich glaube, die Chancen geben uns ja recht. Nur die Verwertung ist das große Problem gewesen. Sehr aufmerksam, ja. Aber zumindest der Austria hat gleich für Torschüsse 6. Gibt es noch weitere Fragen? Alexander Huber, bitte. Andere Frage zum Taxi-Punkter. Wie kommt vor, dass er so ähnlich spielt, die Nationen jetzt mittlerweile wieder kommt wie im Herbst?
Für einen Offensivspieler kann es schnellstmöglich anders sein, aber ich denke, der Platz, muss man jetzt einmal sagen, ist schwer zum Spielen, weil du hast sehr viel, der ist sehr rutschig gewesen, sehr seifig. Also da muss die erste Ballnahme ist entscheidend, da muss man einmal sagen. Ja. Also wenn du da wirklich der erste Ballkontakt, wenn der nicht gut genug ist, dann muss dann oftmals ausbalancieren und dann hat der Gegner vielleicht eine Möglichkeit. Aber er kommt wieder zu Möglichkeiten, das ist immer viel wert. Dass er nicht ein Tor hätte schießen können, ist auch ganz klar. Aber ich glaube, auch der Ercci hätte ein Tor machen können. Also es ist einfach so, dass wir im Prinzip eben nicht diese Effizienz haben, die was vielleicht der eine oder andere Club hat. Aber ich glaube, vom Spielen her, wenn man das Ganze sieht, ist es in Ordnung. Aber natürlich haben wir sie heute nicht mit dem Sieg belohnt, beziehungsweise die Mannschaft. Bitte. Das habe ich ihm gerade gesagt. Ich glaube, dass wenn ein Spieler nachdenkt, dann ist er oftmals Zweiter. Aber ich glaube, das, was ich jetzt vorher eigentlich gesagt habe, der Platz lässt die Fehler nicht so zu. Wenn du beim ersten Ballkontakt den nicht wirklich gut mitnimmst, dann ist es halt so, dass der Gegner vielleicht noch eine Möglichkeit hat zu blocken, dass der eine oder andere Schuss dann drüber gegangen ist, ja, dass der Gnasi, eigentlich, das haben wir bloß nichts tun, dass der Gnasi den Ball dann auch schlecht erwischt, weil ich habe mit ihm gesprochen und er sagt, er hat ihn leider auf der Decke nicht erwischt. Und so war es wieder, Sieg in den 90. Minuten waren, dann war es eine hochverdiente Sieg, und so ist ein X, wobei eigentlich nur die Austria damit zufrieden sein kann, wir nicht. Gibt es noch weitere Fragen? Bitte schon. Ich glaube generell, das ist so, weil er hat ein ordentliches Spiel gemacht. Ich glaube, erst war es so, dass man generell eigentlich, dass die Austria auch ein bisschen besser im Spiel war, aber beide Mannschaften irgendwo nicht genau war vom Spielen her, dass man im Prinzip nicht so ins letzte Drittel gekommen sind wie zweite Halbzeit. Zweite war dann besser im Spiel und da hat für mich ein ordentliches Spiel gemacht. Und kann das immer wieder sagen, also ich glaube, immer jetzt über den Jussi zu reden, ich glaube, der Junge, den soll man doch einmal in Ruhe lassen, das ist mir das Wichtigste, weil ich höre permanent Yusuf Demir, der Junge ist 17, der ist ein großartiger Fußballer und ich hoffe, dass irgendwann einer verstehen kann, dass ich als Trainer, gemeinsam mit dem Trainerteam, ihn schützen will. Gibt es noch eine Abschlussfrage? Bitte. Sieben sind vier nicht aufs Tor gegangen. Ihr habt die Partie in Alltag gehabt, ihr habt die Partie gegen Ried gehabt, das wiederholt sich. Das Schlimmste für einen Offensivspieler muss ja sein, wenn ich eine Abschlusschance habe und nicht das Tor treffe. Kann man da reagieren oder kann man da nicht reagieren? Ja, wir könnten reagieren, aber ich glaube halt, dass unsere Kadersituation jetzt speziell im Fulltime-Bereich so ist, dass man Daniel A. hätte natürlich noch eine bringen können, aber ich glaube, die Jungs kommen zu Chancen, sie belohnen sich im Moment selbst nicht. Das ist die große Wahrheit, aber wir haben es eigentlich bis jetzt sehr, sehr gut gemacht. Und wenn jetzt im Alltag her und Ried her, schlimmer wäre es, wenn wir Spiele gehabt hätten, wo wir eigentlich klar schlechter gewesen wären, wo wir zu gar nichts gekommen waren, dann müssen wir über diskutieren. Wir werden am Morgen drüber reden. Aber ich will es jetzt nicht da großartig breit reden, aber ich glaube, vom Spiel selbst war es in Ordnung. Aber die Jungs haben sich nicht belohnt, dass man da mit einem 3 heimfährt. Und wir haben gezeigt, dass wir besser sind wie die Austria im Moment. Aber wir haben es leider wieder am Leben lassen, wie beim ersten Spiel. Und das ist das, was mich ein bisschen ärgert, ja. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann sagen wir vielen lieben Dank und wünschen noch einen schönen Abend. Passt.